Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ja, ich hatte euch gefragt, welches Let's Play ich als nächstes machen sollte. Darunter war I Am Alive und ihr habt euch unter anderem dazu entschieden, dass ich als nächstes I Am Alive machen soll. Für alle, die die anderen beiden Spiele gewählt haben, seid nicht traurig, die mache ich natürlich demnächst auch noch. Ja, I Am Alive. Ich habe das Spiel tatsächlich mal zumindest so ungefähr bis zur Hälfte gespielt, denn ich habe es mir schon relativ früh gekauft. Das Spiel kam 2012 raus. Ich schätze mal, so 2013 hatte ich es mir dann bei Steam im Angebot gekauft. Und ja, ich hatte auch schon was über das Spiel gehört und fand das Gameplay eigentlich sehr interessant. Entschuldigung, Frosch im Hals. Wir spielen nämlich einen Herrn, der, glaube ich, gar keinen Namen hat, aber der sich in einer postapokalyptischen Welt bewegt. Und es geht weniger darum zu schießen oder andere Menschen irgendwie stealth-mäßig umzubringen, sondern es soll mehr darum gehen, die zwischenmenschlichen Beziehungen nach dem Krieg, nach so einer Katastrophe, ob man sich hilft, Menschen, die das Ganze ausnutzen, etc. etc. Und das fand ich unheimlich spannend und hab's dann tatsächlich gespielt, allerdings, wie gesagt, nur bis zur Hälfte ungefähr, weil ich damals einen ziemlich alten Laptop hatte und das Ganze tatsächlich auf einer Auflösung von 800x600 gespielt habe. Und es ist einfach in dem Spiel unmöglich. Das werdet ihr auch noch sehen. Gut, ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe, besser durchzukommen. Ihr habt auch schon gesehen, das Ganze ist von Ubisoft. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ja, das ist egal. Das Spiel ist nicht ganz so einfach. Unendlich viele Versuche, aber sie können weder bestimmte Erfolge freischalten noch Boni erzielen. Wir versuchen es mal auf normal. Ich hoffe mal, dass wir da durchkommen. Try to deliver this video recorder to my home. That's in Havanton, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, a couple of batteries, a pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. Only took me 4 hours to fly out east, but the better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Ja, da sind wir auch schon.
Das hier ist unser Protagonist, der namenlos ist. Also wir erfahren nie seinen Namen im gesamten Spiel nicht. Ich würde sagen, wir geben ihm einfach einen Namen. Momentan ist mir aber noch kein guter eingefallen. Ja, unser Mensch hier ist auf der Suche nach seiner Familie, ist vor dem Event, wie das hier jetzt immer genannt wird. Denn was dazu geführt hat, dass das hier alles so furchtbar aussieht, das erfahren wir auch nicht. Das wird sozusagen nie erklärt oder erwähnt. Ja, er ist ein Jahr ist das her jetzt und da ist er wohl irgendwie wahrscheinlich beruflich weggeflogen und hat jetzt ein Jahr gebraucht, um wieder zurückzukommen zu seiner Familie, die er jetzt sucht. Ja, wir sehen schon, es ist alles so ein bisschen grau in grau. Die Farben sind sehr spärlich gehalten. Weswegen ich vorhin schon gesagt habe, auf meiner Auflösung damals ging das gar nicht. Also da hat man echt nichts erkannt. Und ich habe mich dann irgendwie da durchgequält. Aber irgendwann habe ich gedacht, nee, das hat so gar keinen Sinn mehr. Es frisst auch erstaunlich viele Ressourcen, dieses Spiel. Das wird später noch schlimmer. Das Einzige, was wir vielleicht so ein bisschen erkennen können, ist, da hinten ist ein riesiges Schiff. Das sehen wir vielleicht hier so ein bisschen. Das da hinten so ganz dezent, hier muss irgendwie ein Erdbeben gewesen sein. Also das habe ich auch nachgelesen, dass ein Erdbeben dazu geführt hat, unter anderem dazu geführt hat, dass hier alles so chaotisch ist. Ja, wir können jetzt hier rennen. Wir sehen da oben eine graue und eine rote Anzeige. Die rote Anzeige, das ist sozusagen unsere Lebenspunkte. Die graue Anzeige ist sowas wie Ausdauer. Wir benötigen für alles, was wir machen, aus Rennen, Klettern, was auch immer, benötigen wir Ausdauer. Und wenn wir da irgendwie wann in den roten Bereich kommen, also sozusagen er ist erschöpft, wir machen aber trotzdem weiter, dann ja, frisst das sozusagen sein Leben auf. Wie springe ich denn? Okay. Aber da sollten wir vielleicht auch lieber rennen. Okay, gut. Ja, solange das Graue nicht überstrapaziert wird, lädt es sich auch ein bisschen auf. Wir klettern jetzt hier hoch und sehen jetzt, dass das hier langsam die Ausdauer sich aufbraucht. Wir dürfen also uns nicht... Ja, klettern verbraucht Ausdauer, verbrauchen sie zu viel Ausdauer, stürzen sie ab. Ganz genau, das habe ich ja euch jetzt hier gerade erklärt. Kann er sich da nicht hochziehen? Irgendwie nicht. Der kann sich doch da hochziehen, oder nicht? Nee. Also man muss das Ganze ein bisschen im... Hat sich auch noch gerade mein Mikrofon verabschiedet. Irgendwie, naja, heute läuft es ja wunderbar. Muss das mal gerade nachjustieren, so. Ja, wir sind jetzt da hochgeklettert, also man muss immer so ein bisschen schauen, dass man nicht den guten Herrn überstrapaziert mit Klettereien oder sonstigem fallen lassen. Okay, am besten schaut man sich auch immer vorher schon so ein bisschen an, wie lange der Weg zum Klettern ist, beziehungsweise wie man zu klettern hat, damit man das ungefähr abschätzen kann. Und wir versuchen natürlich auch so wenig wie möglich jetzt hier verletzt oder sonstiges zu werden, denn das ist schon wichtig. So, ich nehme an, oha, müssen wir jetzt darüber springen? Das schafft er doch niemals. Das kann doch wohl nicht der Weg sein. Sieht aber so aus. Gut. Hoppla. Wie rennt ich? Okay, er ist stärker als erwartet. Er schafft diesen Wahnsinnssprung, hat er geschafft. Wir müssen jetzt hier irgendwie auf die andere Seite rüber. Ja.
Okay, hier sehen wir jetzt zum ersten Mal, hier ist sozusagen eine Lücke. Hier müssen wir springen, um zum nächsten Haltegriff zu kommen. Das kostet natürlich enorm viel Ausdauer. Das sehen wir jetzt gleich. Ja, ein Klettersprung verbraucht sofort eine große Menge Ihrer Ausdauer. Benutzen Sie den Klettersprung nur, wenn unbedingt erforderlich. Ja, das machen wir natürlich. Da müssen wir sogar noch einen machen. Das ist natürlich schlecht. Ja, jetzt sind wir schon enorm nah im roten Bereich, aber wir haben es geschafft, nicht in den roten Bereich zu kommen. Ich glaube, wenn wir in den roten Bereich kommen, dann ist generell unsere Ausdauer auch also die lädt sich dann nicht mehr komplett auf, sondern die bleibt dann ab einem bestimmten Punkt, wo wir uns überstrapaziert haben, dann auch stehen. Ihre Kletterzeit ist begrenzt, ja, das wissen wir doch schon alles. Also irgendwie irgendwas war da. Die kann sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr komplett regenerieren. So, jetzt wird's hier, zeigen sie jetzt natürlich, dass das Ganze begrenzt ist. Jetzt kommen wir, sie haben keine Ausdauer mehr, um eine extreme Ansprengung auszuführen. Wenn der Kreis rot wird, stürzen sie ab. Ja, gut. Jetzt gehen wir sozusagen hier in den zweiten schwarzen Bereich und jetzt ist unsere Ausdaueranzeige nicht mehr ganz gefüllt, sondern nur noch so ein Achtel fehlt mittlerweile. Extreme Anstrengung verbraucht Ihre Ausdaueranzeige. C drücken, um Inventar zu öffnen und Ressourcen zur Erholung zu nutzen. Ja, und zwar können wir jetzt, um das hier wieder aufzufüllen, hier sehen wir den orangenen Teil, der fehlt, müssen wir, glaube ich, entweder die Konserve essen. Also das geht beides auf die Ausdauerkapazität. Die Konserve tut noch zusätzlich Gesundheit. Die Gesundheit fehlt uns aber kaum. Fehlt uns eigentlich nichts. Gut, dann können wir die mal benutzen. Haben wir wenigstens wieder ein bisschen zurückbekommen. Diese Sodaflasche oder was das war. Diese Ressourcen sind... Well, it's still standing. Though Havinton has seen better days. Ja, die Ressourcen sind begrenzt, genau wie was denn das Runterrutschen verbraucht Ausdauer. Das ist so anstrengend. Ich bin noch nie an einem Seil runtergerutscht. Muss ich gestehen. Zumindest nicht bewusst. Das ist immer die Stelle, an der ich vergesse, wie es hier weitergeht. So, da hinten sind wir hergekommen. Wir haben eigentlich gar nicht so viel Weg gut gemacht, ne? Ich glaube, wir müssen hier dran springen. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ach, ich ziehe immer bei dem umgestürzten LKW. Ich ziehe immer die Waffe, weil ich die falsche... Ja, okay, das war tatsächlich der richtige Weg. Okay, gut. Bisher läuft alles so weit ganz okay. Irgendwie was finden konnten wir bisher jetzt noch nicht. State of Art. Mhm. Da ist eine... Oha. Da runter, an diesem Feuerwehr-Truck entlanghangeln oder was. So wahrscheinlich, ja. Oh Gott. Will ich hier nie im Leben machen. So. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt hatte. Auf jeden Fall das zweite Problem nach diesem Event oder diesem Ereignis, das eben dazu geführt hat, dass hier alles im Chaos versunken ist, ist, dass die Stadt von so Staubstürmen heimgesucht wird. Also, und die sind extrem heftig. Da kann man sich auch fast nicht drin bewegen. Die gehen nämlich enorm dann auf die Gesundheit
Nee, wir müssen wahrscheinlich da drüben springen. Und momentan kriegen wir davon noch nicht so viel mit. Also zumindest ist wahrscheinlich dieses, dass es so ein bisschen kriselig alles aussieht, das soll das schon so ein bisschen andeuten, aber den richtigen Sturm haben wir noch nicht erlebt. So. Ja, es sieht ziemlich heftig hier aus. Ich frage mich, was dieses Event gewesen ist. Ob das ein Krieg war oder ob das eine Naturkatastrophenserie war. Also zum einen dieses Erdbeben. Zum anderen. Oh, oh. Okay. Zum anderen vielleicht noch andere Katastrophen, die passiert sind. Ich weiß es nicht so richtig. Kann man noch nicht so richtig abschätzen. Auf jeden Fall sind die Städte oder diese Stadt zumindest ziemlich zerstört. Es ist so ein bisschen gefährlich immer, finde ich, dass man hier eben für alles die Leertaste drücken muss, weil Leertaste verbinde ich eigentlich immer mehr mit Loslassen. Okay, wir erreichen jetzt zumindest mal die Kanalisation dieser Stadt. Vielleicht finden wir ja hier mal irgendwie was. Sieht aber nicht so aus. Hier ist, das sind, glaube ich, der Speicherpunkt. Also diese drei Wiederholungen sind drei Leben, die wir sozusagen haben. Einige Charaktere verteidigen nur ihr Gebiet, andere zu spät. Diese Wiederholungen sind quasi unsere Lebenspunkte. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn alle weg sind. Ich hoffe nicht, dass man dann Game Over ist und von vorne anfängt. Hey, du! I don't want any trouble. I'm already gone. That's it. Just keep right on walking. Ja, das war das, was wir gerade, glaube ich, hätten lesen können. Also es gibt noch andere Überlebende natürlich. Die einen wollen, genau wie wir, eigentlich nur überleben. Die wollen, dass man sie in Ruhe lässt. Und wenn man das tut, dann passiert einem auch nichts. Dann gibt es die weitere Personengruppe, die Hilfe von einem möchte, also denen man tatsächlich irgendwie mit irgendwas helfen kann. Und es gibt die ganze Sache hier ausnutzen und andere Menschen angreifen und ja auch töten. Das fand ich ganz interessant. Im Spiel ist das allerdings so, dass man das sofort erkennt, wer ist. Also es war ursprünglich so ein bisschen so angekündigt, dass man das den Personen nicht an... nicht ansieht. Da haben wir, glaube ich, so eine Gruppe gehabt. Oh, hier ist eine Leiche. Dass man also nie wissen kann, wer gut und wer böse ist. Das ist aber, wie gesagt, im Spiel die Umsetzung ist nicht so, dass man das nicht erkennt. So, okay, wir sollen mal schauen. Die Karte, die erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an so eine alte Silent Hill Karte. Hier ist unser Apartment, hier sind wir und da müssen wir jetzt natürlich irgendwie hin. Ja, die Charaktere, die böseartig sind, also die uns ans Leder wollen, die haben eben ein bestimmtes Aussehen und dann ist das alles eigentlich schon relativ klar. Das ist leider schade, das hätte besser sein können, finde ich. So, wir finden jetzt hier eine Wiederholung, also sozusagen ein Leben. Eine Kamera. Sie haben eine Wiederholung gefunden. Wiederholungen erlauben Ihnen, vom letzten Checkpoint aus neu zu starten. Wenn Sie sterben und keine Wiederholung übrig haben... Ah, okay. Beginnen Sie beim letzten Speicherpunkt wieder. Naja, gut, immerhin. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier über diesen Zaun klettern, beenden wir den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Part wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.